Hallihallo und herzlich willkommen zu einem, ja, einem etwas anderen Beitrag. Denn der liebe Tidus, den Link findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung, hat mich doch netterweise getaggt. Und zwar mit einem, in dem Fall bei mir, 22 goldene Fragen-Tag, die ich jetzt alle gleich fleißig beantworten werde. Oh, und ich dachte, das ist jetzt genau die perfekte Zeit dafür, um das doch gleich noch als 100-Abonnenten-Special zu machen. Vielen Dank, Tidus, dass du mir so glorreich dabei geholfen hast, ein 100-Abonnenten-Special zu finden. Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, was ich da machen könnte. Da wurde mir die Arbeit mal abgenommen, finde ich auch nicht schlecht. Deswegen, ihr seid also die Leute, die mich dazu bringen, das Ganze hier zu machen und auch das Ganze weiterzumachen. Und ich möchte mich wirklich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch allen für 100 Abonnenten, inzwischen 100 plus Abonnenten bedanken, dass ihr so treu bei mir seid und immer fleißig meine Let's Plays schaut. Und ich hoffe, es gesellen sich bald noch ein paar mehr Leute dazu und wir werden alle ganz viel Spaß zusammen haben. Ja, kurz zu dem Tag nochmal, worum es ja eigentlich hier geht. Ich muss im Endeffekt jetzt 22 Fragen beantworten. Danach muss ich mir eine 23. Frage selber überlegen, die dazu packen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die beantworten muss. Ich glaube nicht. Nee, weil meiner ist ja der 22-Fragen-Tag. Genau. Und danach muss ich wiederum zwei Leute oder drei Leute oder so viel ich will, ich werde jetzt schon sagen, es sind zwei bei mir, ebenfalls taggen, die dann meine 23 Fragen beantworten müssen. Also sprich die 22, die ich bekommen habe und die 23., die ich dazugestellt habe. Ja, fangen wir doch am besten gleich mal mit Frage 1 an. Wie bist du damals zum Zocken gekommen? Ja, wie ist man damals zum Zocken gekommen? Ich glaube, jeder in meinem Alter hat damals mit einem Gameboy angefangen. Ich hatte damals übrigens den roten, war aber total scharf immer auf diesen grauen durchsichtigen, wo man schön die Mechanik innen sehen konnte. Das hat mir meine Mutti aber untersagt, weil die gesagt hat, nee, der sieht scheiße aus, nimm den roten. Na gut. Bevor ich gar keinen kriege, habe ich den roten genommen und da fing das dann eigentlich damals so an. Das war so die Zeit des Gameboys. Den hatte damals fast jedes Kind und dann war das irgendwie so Gruppenzwang, dass man den dann eben auch haben wollte. Mein damaliger Stiefbruder hatte auch einen, also war der Gruppenzwang noch größer. Ja, so ist das dazu gekommen. Frage Nummer 2. Mit welchem Alter hast du dein erstes Game gespielt? Ja, tja, wann war das? Ich glaube, ich war 11. 11 oder 12. Also ich war nicht eine der Überzeitigen. War das da schon mit dem, oder war das schon... Also ich weiß auf alle Fälle, dass ich eine sehr späte mit dem Gameboy war. Ich habe mir den nicht gleich geholt, wo der rauskam. Ich war auf alle Fälle, glaube ich, 10, 11 oder 12. Ich kann es euch echt nicht mehr... Ich tippe eher so auf 10, 11. Genau, da habe ich mit dem Gameboy mein erstes Game gespielt. Was damals, glaube ich, ach nee, die Frage kommt noch, sehe ich gerade, die beantworte ich gleich, welches denn das erste Spiel war. Kommen wir aber nun zu Frage 3. Was war deine erste Konsole? Meine erste richtige Konsole war, ulkigerweise der Nintendo GameCube. Ich habe danach dann aber von meinem Papa, das Nintendo N64 geschenkt bekommen. Das hat er sich selber mal gekauft, damit ich, wenn ich zu Besuch bei ihm war, bei ihm mit ihm zusammen Mario Kart spielen konnte. Wir waren totale Mario Kart Junkies und haben das dann immer zusammen gesuchtet. Und irgendwann war dann die Zeit, wo er dann gesagt hat, er spielt es nicht mehr und hat es mir überlassen. Und jetzt steht es hier bei mir. Ja, so war das. Also erste Konsole GameCube selbst, danach der N64 und Handheld-Konsole natürlich der Gameboy. Was war dein erstes Game? Mein erstes Game... Ich glaube, das war bei vielen so, war Pac-Man für den Gameboy. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe es so fürchterlich gehasst, weil ich einfach nur bis, ich weiß nicht, Level 10, 12 oder so gekommen bin. Und dann war Feierabend. Dann haben mich immer diese kleinen bösen Monster gefangen und dann war gut. Ja, doof. Dumm gelaufen, aber okay. Fünftens. Was war dein erstes Game, das du von deinem eigenen Geld gekauft hast? Tja. Das ist wiederum eine sehr gute Frage.
Ich glaube, es war damals für den Game Boy Pokémon. Nee, das ist gelogen, weil das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Welches habe ich? Ah, ich weiß. Und zwar, da wir ja relativ nah an der Grenze zu Polen wohnen, gab es ja damals doch diese tollen Polenmärkte. Und da gab es natürlich auch diese natürlich total legalen Gameboy-Spiele zu erwerben für einen Preis, über den wir hier nicht sprechen müssen. Und da habe ich mir für mein eigenes Geld von meinem Taschengeld damals König der Löwen für den Gameboy geholt. Auch dieses Spiel fand ich fürchterlich. Ich habe es nie durchgespielt, ich habe es nie geschafft. Und ihr könnt es mir glauben, ich habe meinen Gameboy, so wie er damals war, inklusive der ganzen Spiele, noch hier liegen und er funktioniert. Ich habe ihn nur nie wieder angerührt. Mal sehen, vielleicht irgendwann mal wieder. Man weiß es nicht. Sechste Frage. Welchem dem von dir genannten getaggten YouTuber wünschst du den größten Erfolg auf YouTube? Ja, da die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich natürlich jetzt noch keinen YouTuber getaggt habe. Habe ich die Frage vielleicht falsch verstanden? Welchem dem von dir genannten? Nee, von mir genannten. Ja, ich habe ja noch keinen genannt, aber mal davon abgesehen, wünsche ich jedem YouTuber seinen Erfolg mit seinem Channel. Es gibt da eigentlich niemanden, dem ich es nicht gönne. Weil so fair ist man dann schon. Es steckt bei allen tierisch viel Arbeit dran. Nicht nur bei mir, auch bei sämtlichen anderen Let's Playern. Nicht nur Let's Playern, auch anderen YouTube-Kanalbesitzern, die sich da wöchentlich drum kümmern, stellenweise sogar täglich. Ich gönne wirklich jeden Zuschauer und Fameness. Sagt man das so? Fameness? Ich habe ein neues Wort erfunden. Fameness. Okay, Frage Nummer 7. Was war das lustigste Gaming-Video, das du jemals auf YouTube gesehen hast? Erster Einfall. Ja, da fällt mir eigentlich gleich ganz spontan nur eins ein. Und zwar der Oberfail vom lieben Gronkh und dem lieben Sarrazar in Dead Space 3, als sie zusammen über so eine Brücke oder eine Treppe hochgehen wollten und einfach buggy hängen geblieben sind. Lachflash pur, das müsst ihr euch ansehen, es ist zum Schreien. Das war das für mich lustigste. Ich habe so am Boden gelegen vor Lachen. Das war wirklich grandios. Also schaut es euch an. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber irgendwo die ersten Folgen, 5, 6, 7 oder so. Es war wirklich wunderbar, köstlich, echt. Frage Nummer 8. Metallica oder Backstreet Boys? Ja, ganz klar natürlich. Die Backstreet Boys. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Anybody, yeah. Rock your body, nah. In Backstreet's back, alright. Okay, ja, genau. Ihr könnt das gerne rüberspringen. Oder ich schneid's vielleicht raus. Mal sehen. 9. Welche Pokémon-Attacke beschreibt dein Sexleben? Bitte was? Bin ja vorbereitet. Ich habe mir da mal bei Google eine Pokémon-Attacken-Liste rausgesucht, weil ich mit Pokémon eigentlich nichts mehr am Hut habe. Und es ist Frustration. Nein, Quatsch. Es ist Wunschtraum. Nein, Quatsch. Es ist Weichei. Ja, all das sind Pokémon-Attacken. Ich habe es hier vor mir. Sehr schön ist auch noch Nassmacher. Also, ich habe bei dieser Frage ganz ehrlich. Wenn man sich hier so mal die ganzen, ich habe wie gesagt gerade eine Liste vor mir, so mal die ganzen Pokémon-Attacken durchliest, das rückt alles in ein ganz anderes Licht, wenn man es auf diese Frage bezieht. Schocksamen zum Beispiel. Schutzstacheln wäre auch noch etwas. Oder Ausdauer, die Herren, nicht wahr? Oder Hornbohrer. Also ihr könnt euch gern selbst mal die Frage stellen und mal die Attacken durchgehen. Es rückt es wirklich in ein anderes Licht. Absorber. Die besten Beispiele. Ich fliege hier gerade noch mal schnell drüber. Kraftwelle. Kratzfurie. Nein, das ist so herrlich. Also die Frage finde ich echt total. Taumeltanz, genau. So geht's mir danach, wenn das so richtig ordentlich. Nein, ich gehe nicht weiter drauf ein. Und danach kommt der Ultraschall. Genau, danach kommt der Ultraschall. Ach, herrlich, ist das doof. Ach, schön. Wirklich schön. Nein, wie beschreibt. Ja, ich glaube, nee, ich will da nichts weiter dazu sagen. Also, es ist wirklich.
Man sieht es mit anderen Augen, definitiv. Man sieht es, diese Attacken mit anderen Augen, wenn man sich diese Frage stellt. Ja. Nummer 10. Wieso oder warum bist du aktiv auf YouTube? Was bewegt dich, Videos zu machen? Ja, aktiv, warum? Wegen den Let's Plays natürlich. Wieso? Wegen den Let's Plays natürlich. Und was bewegt dich, Videos zu machen? Wegen den Let's Plays natürlich. Nein, Quatsch. Ja, warum aktiv? Natürlich die Let's Plays, das ist ganz klar. Was bewegt dich, Videos zu machen? Einfach die Zuschauer, die Kommentare und vor allen Dingen die Leute, die man dabei kennenlernt. Das ist wirklich toll. Also man kann da echt nix irgendwie. Das kann nichts Schlechtes sein, ganz ehrlich. Es kann nichts Schlechtes sein, wirklich nicht. Grandios. 11. Wie lange willst du noch YouTube machen und willst du das irgendwann mal hauptberuflich machen? Ich glaube, damit hat man heutzutage echt schwere Chancen, das hauptberuflich zu machen. Ich denke nicht, dass das mein Ziel ist, nein. Also ich möchte das gern als Hobby behalten. Ich möchte euch das gern. Ich möchte einfach gern ein Stückchen auf eurem Lebensweg mit meinen Let's Plays begleiten. Und wie lange ich das noch machen will, ja, bis ich keinen Bock mehr hab, ne? Oder bis ihr keinen Bock mehr habt. Das kann natürlich auch gut möglich sein. 12. Was war das Peinlichste, was dir in deinem Leben passiert ist? Das Peinlichste, was mir in meinem Leben passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Mir fällt da echt spontan jetzt gerade gar nicht ein. Ich denke dann immer so als erstes an die Schulzeit, ob es da was gab. Aber außer die üblichen Sachen, die so jeder durchgemacht. Ach doch. Doch, eine Sache, die war mir sehr peinlich, wobei es nicht die peinlichste Sache war. Mir fällt jetzt gerade nur nichts anderes ein. Wir haben in unserem Club so eine Bühne und Klein Miri musste natürlich dort mit einem Riesensatz nach oben springen. Hat es natürlich auch geschafft, aber die Hose leider nicht. Also die ist mir dann schön am Arsch, wie es im Trickfilm so ist, schön am Arsch gerissen. Und natürlich haben in dem Moment alle Leute hingeguckt und gelacht. Und das war total lustig. Also ich musste dann am Ende auch mehr drüber lachen, als dass es irgendwie peinlich für mich war. Weil es ja Leute waren, die mich kennen und die ich kenne seit Ewigkeiten, seit Jahren. Und ich finde das alles nicht so schlimm, meine Güte. Da wird auch mal gefurzt oder mal gerülpst. Das interessiert keinen. Ne? Das interessiert dort keinen. Da lachen wir drüber. So, Frage Nummer 13. Ja, 13. Warum haben Konsolen immer eine Daseinsberechtigung neben dem PC? Trophäen! Trophäen! Deswegen, nur allein deswegen. Nein, Quatsch. Aber das ist ein Hauptgrund für mich. Ich meine, gut, man kann bei Steam und so weiter auch Trophäen sammeln, aber es ist schöner, die auf einer Konsole zu sammeln, weil das ploppt richtig schön oben in der Ecke auf und man kann es auf Facebook teilen und rumprahlen. Kann ich mit Steam nicht, zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden. Aber ja, und auch sonst, es ist halt, es gibt halt einige Spiele einfach auf Konsolen, die gibt es auf dem PC nicht. Und das ist halt so, dass ich bin ja eh total. Eigentlich total wählerisch in so Spielen. Ich spiele ja nicht jeden Scheiß im Endeffekt. Nicht jeden, wie nennt man das? Nicht jeden Quotenschlager spiele ich ja. Deswegen, doch, ohne Konsole wäre das für mich echt schwierig, weil es gibt so unglaublich gute Spiele auf Konsole, die es auf dem PC nicht gibt. Wirklich. Also da, ihr könnt mich da gerne einen Kommentar nochmal fragen, welche, aber das gehört jetzt hier leider nicht zu den Fragen dazu, deswegen beantworte ich das jetzt hier nicht. Aber in den Kommentaren beantworte ich euch das sehr gerne. So, wo waren wir jetzt? 14. Was war deine lustigste Situation oder Bug, die du je in einem Spiel hattest? Boah, das sind Fragen. Also viele lustige Situationen hatte ich damals zu meiner Zeit, als ich World of Warcraft gesuchtet habe. Da waren wir in so eine Gilde und da haben wir wirklich Gaudi durch und durch gehabt. Wirklich, Gaudi durch und durch. Aber ich kann euch da keine speziellen Momente nennen oder Bugs. Bugs habe ich im Spiel eigentlich ganz selten gehabt und wenn, fand ich die nicht lustig. Bugs nerven, die sind nicht lustig. Aber das war einfach jeder, der schon mal so ein Online-Spiel gespielt hat, so ein Rollenspiel. Wie World of Warcraft oder Neverwinter oder keine Ahnung was. Terraway hätte ich gleich gesagt. Terra oder Guild Wars oder was weiß ich. Und die in der Gilde waren und in einer richtig guten Gilde waren. Die wissen, wovon ich rede.
Das ist einfach, das sind einfach Insider, die man dort drinne hatte, wo man sich dann noch Wochen danach, wenn der Spruch wiederkam, immer noch zerdeppert hat darüber. Aber ich kann euch da nicht direkt jetzt eine nennen. Nee, tut mir leid. 15. Was hältst du von EA und deren Geldmacherei? Ach, ganz ehrlich, wollen die nicht alle Geld machen? Ich finde das. Also ich habe da jetzt nichts irgendwie derart mitgekriegt, dass die jetzt irgendwie versuchen, unwahrscheinlich viel Kohle zu scheffeln. Aber das will doch mal jeder, mal ehrlich. Das will doch wirklich jeder. Ne? Will doch jeder Geld machen. Deswegen, ach ne, ja. Heutzutage ist alles korrupt bei uns. Da mache ich mir über sowas gar keinen Kopf mehr. Nummer 16. Zu welchem Spiel sollte es eine Fortsetzung geben? Alice Madness Returns, auf alle Fälle. Soll es ja aber wohl bald geben. Was heißt bald geben? Es ist geplant. Ob es jemals kommt, weiß keiner. Es stehen auch keine Termine fest, soweit ich weiß. Es soll Alice Otherlands heißen. Hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Let's Play erwähnt. Da wünsche ich mir wirklich total gerne eine Fortsetzung und natürlich vom Tomb Raider 2013 Teil. Aber der ist ja auch in Planung. Es soll ja weiter mit der jungen Lara gehen, was ich sehr schön finde. Ich freue mich tierisch drauf. Ich bin da auch nicht so eingestellt, dass ich denke, oh ne, ja, der zweite Teil, der wird dann bestimmt nicht so gut wie der erste. Ich lasse mich da echt gern überraschen. Doch, ich lasse mich überraschen. Finde ich super. Was war das schlecht? Ach so, Frage Nummer 17. Was war das schlechteste Spiel, das du je gespielt hast? Das schlechteste Spiel. Das sind meistens die Spiele, die ich anspiele und gleich wieder ausmache. Aber da gab es so viele. So viele, dass mir gerade keins einfällt. Wartet mal, das schlechteste Spiel. Das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Boah, das ist echt schwer. Ja, Gameboy König der Löwen. War total doof. War total lame, echt. Fand ich blöd. Aber es war nicht unbedingt das schlechteste Spiel. Das kann man so nicht sagen. Es hat halt einfach nur meinen Geschmack nicht getroffen. Ich bin ja immer der Meinung, dass es nicht direkt schlechte Spiele gibt, weil ich halt einfach finde, dass es immer Leute gibt, denen irgendein Spiel gefällt. Es muss ja nicht immer unbedingt der Masse gefallen. Ja? Es gibt ja auch Leute, die sagen, mir gefällt das. Man findet immer jemanden für ein Spiel und wenn es nur 10 statt 50 Leute sind, es ist halt einfach so. Aber was war für mich das schlechteste Spiel, das du je gespielt hast? Doch, da fällt mir eins ein, und zwar war das unter der, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß Reprobates oder sowas. Das war ein Point-and-Click-Adventure auf einer einsamen Insel. Das war so arschlangweilig. Das war auf so einer Adventure-Collection-Packung, war das mit drin. Da war Nibiru drauf, was ich ja Let's Played habe. Und ich glaube, Black Mirror, der erste oder zweite Teil, war da noch mit drauf. Und das habe ich mal angespielt und das fand ich richtig, oh, richtig langweilig. Das Gerede hat so ewig gedauert. Das war einfach nur sinnlose Sachen, worüber die sich unterhalten haben. Es ist zwar meistens bei solchen Spielen so, dass es nicht immer gleich übelst mit Action losgeht oder so, aber das ist schon nervig dann, wenn man dann nur so denkt, boah, red doch mal fertig, ich will jetzt mal weitermachen. Und dann waren da noch drei Charaktere, mit denen man auch noch mal reden musste. Oh, furchtbar, ganz furchtbar. Ja, aber wie gesagt, es gibt immer Spiele, die einem nicht so gefallen und dafür gefällt es wieder jemand anderen. Am Ende gefällt euch dieses Spiel, weil ihr es schon gespielt habt. Ich weiß es nicht. Kann ja durchaus möglich sein. Frage Nummer 18. Welche Games waren deine drei Meilensteine der Gaming-Geschichte? Meilensteine der Gaming-Geschichte waren für mich auf alle Fälle Mario Kart. Allein durch meinen Papa. Da hängen echt Erinnerungen als Kind dran. Die sind einfach nur schön. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich nehme jetzt immer, wenn ich zu meinem Papa fahre, den Besuchen fahre, nehme ich grundsätzlich das N64 mit und es wird eine Runde Mario Kart gezockt. Das ist wirklich so, ohne Scheiß. Da hängen so viel Erinnerungen dran und selbst mit 27 Jahren kann ich noch sagen, ich denke da echt gern zurück. Es war total schön. Es ist was ich mit meinem Papa zusammen hatte. Meine Mama, die hat zum Beispiel nie mit mir zusammen Mario Kart gespielt, weil die sowas einfach nicht mag. Und das war einfach so eine ganz tolle Erinnerung und ist eine ganz tolle Erinnerung, die ich einfach an meinen Papa habe. Und das finde ich schön. Deswegen ist das eins auf alle Fälle der drei Meilensteine. Das zweite ist natürlich Pokémon, die rote Edition für den Gameboy gewesen.
Definitiv. Die rote Edition von Pokémon damals mit dem Game Boy, das haben wir auch gesuchtet. Da haben wir versucht, diesen Mew oder wie der hieß, oder Mewtwo oder wie der hieß, zu fangen und was wir da alles gemacht haben, um dieses scheiß Viech zu kriegen. Und keiner hat es, glaube ich, geschafft von uns. Inzwischen gibt es da ja auf YouTube Anleitungen, wie man sich den fangen kann. Ja, das gab es früher noch nicht, ne? Da war man froh, wenn das Internet überhaupt lief. Mein drittes Meilensteinspiel es ist und bleibt Alice Madness Returns. Das war der Grund, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Alice Madness Returns war der Grund, warum ich mir die PlayStation 3 gekauft habe. Das war der Grund. Einfach aus dem Grund, weil es gab es ja als PC-Version natürlich, auch als Xbox-Version. Aber das war der Grund, wo ich dann gesagt habe, das hole ich mir. Allein schon wegen den Trophäen natürlich. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich ein totaler Trophäen-Junkie bin. Ich sammle übrigens viel zu wenig Trophäen in letzter Zeit. Schwache Leistung. Na gut, auf jeden Fall ist das mein drittes. Ja. Definitiv mein drittes Meilensteinspiel. Ja, meiner Gaming-Geschichte. Ist einfach so. Ich hätte jetzt noch ein viertes, aber gut, das ist nicht ganz so. Bin ja nun doch schon eine Weile in der Gaming-Branche, zum Spielen zumindest tätig. 19. Wie viel Zeit verbringst du mit deinen Let's Plays so circa in der Woche? Alles inklusive Aufnehmen, Rendern, Thumbnails, Beschreibung und so weiter. Tja, da ich in der Woche eigentlich nie wirklich dazu komme, weil ich eine 40-Stunden-Woche habe, und ich Arbeitszeiten von 9 bis 18 habe, was bedeutet, es geht einen ganzen Tag und ich ja auch noch irgendwann mal ein bisschen Real Life haben möchte und mit Freunden unterwegs sein möchte, ist es wirklich nur am Samstag und Sonntag. Maximal noch am Freitagabend, aber das eher selten. Eigentlich fast gar nicht. Nee, ja, eigentlich fast gar nicht. Also wirklich Samstag und Sonntag sind meine Tage. Sonntag ist meistens der, wo ich dann aufnehme. Für die Woche drauf dann. Ich meine, in der Woche kommen ja nicht ganz so viele Let's Plays, wobei ich das ja auch ändern möchte. Ich weiß immer nur nicht, wie ich das machen soll. Aber gut, das muss dann halt irgendwann gehen. Sonntag komme ich dann immer zum Aufnehmen für die Woche dann drauf. Und Samstag fange ich dann früh an, immer hochzuladen. Mache dann nebenher die Thumbnails fertig und render natürlich vorher alles, bevor ich es hochlade. Ja, Beschreibung. Ist ja jetzt nicht so dramatisch im Endeffekt, ne? Die kopiere ich mir einfach aus dem vorhergehenden Teilreise und dann passt das schon. Jetzt muss ich mal ein kleines Momentchen husten, einen kleinen Moment. So, da bin ich schon wieder. Entschuldigung. Ja, also Samstag und Sonntag. Also nicht 48 Stunden, das natürlich nicht. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn ich samstags wenigstens noch Freitag und Samstag die Nacht noch durchmachen würde, dann würde ich auch sicher mehr zum Aufnehmen kommen. Aber ich bin dann halt immer schon so müde, so zeitig. Und dann ist mein Bett, sieht dann immer so bequem aus und dann lege ich mich da rein und gucke noch ein bisschen Fernsehen und dann fallen die Augen schneller zu, als man gucken kann. Ja, gucken kann man ja da nicht mehr, aber gut. Frage Nummer 20. Wenn du könntest, würdest du mit einem Videospielcharakter tauschen? Wenn ja, mit wem? Würde ich mit einem Computerspiel-Videocharakter tauschen? Videospielcharakter tauschen? Also wenn man mich das früher über Trickfilme gefragt hätte, dann wäre ich jetzt gern Ariel. Ich fand das immer total toll, wie schön die da durch das Wasser geschwommen ist. Aber als Computerspielfigur gibt es die ja, na doch, für einen Gameboy gibt es da was, aber das ist nicht, nee, mit der würde ich da nicht tauschen wollen. Ein Videospielcharakter, mit dem ich gern tauschen wollte. Nee, eigentlich gibt's da gar keinen. Es gibt da eigentlich niemanden wirklich. Klar, Lara Croft natürlich. Lara Croft ist natürlich eine, boah, voll die Powerfrau, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, Knarren und alles, was ein männliches Herz begehrt. Und ein weibliches natürlich auch. Und dann vor allen Dingen Erkundungstouren schön in irgendwelchen Gruften. Doch, das ist so abenteuertechnisch. Das würde mir gefallen. Ich glaube, Lara Croft ist da so ein bisschen. Doch, ich glaube, das würde mir gefallen.
Jemand anderes fällt mir jetzt auch gerade überhaupt nicht ein, aber gut. So, dann sind wir schon bei Frage 21, die vorletzte Frage. In welcher Videospielwelt würdest du gerne leben wollen? In der Welt von World of Warcraft. Ihr könnt rummeckern, so viel ihr wollt, aber dort würde ich arschgeil gern leben, und zwar in Nagrand. Ich habe jedes Mal, zu Weihnachten kriege ich ja immer so einen Schub, dass ich mal Lust habe auf WoW. Spiel das dann auch wieder ein bisschen, komm aber natürlich vom Level her nie so weit, dass ich mal nach Nagrand kommen könnte. Ich glaube, Nagrand ging ab 65 oder 70 los. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, irgend sowas in der Richtung. Zwischen 60 und 70 war das. Und das war so eine traumhaft schöne Welt mit rosa, lila, orange-gelben Farben. Also so voll mein Ding. Wasserfällen. Och, einfach herrlich. Ich bin damals, als ich das noch effektiv gespielt habe, mit meiner Blutelfenmagierin und meinem untoten PvP-Pferd, worauf ich total stolz war, bin ich damals über die Prärien dort geprescht. Das war so schön da. Doch, also wenn ich in einer Videospielwelt leben würde oder müsste, dann wäre es in der von World of Warcraft. Definitiv. Definitiv, doch, ja. Ja, letzte Frage. Was war das teuerste Spiel, für das du dein Geld ausgegeben hast? Ja, das ist ganz witzig. Die teuersten Spiele habe ich von meiner Puppi immer geschenkt gekriegt, weil die so lieb immer zu mir ist, dass die mir dann halt einfach sowas mal zum Geburtstag geschenkt hat oder einfach mal zwischendurch, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Deswegen sind die Spiele, die ich mir kaufe, eigentlich gar nicht so teuer, weil ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich mir zu so für die PlayStation Spiele kaufe, ich kaufe die mir nicht für den Neupreis. Ich kaufe die mir grundsätzlich irgendwie bei Amazon im Online-Handelhaus da oder bei Medimobs oder bei Rebuy oder keine Ahnung was, irgend so, weil ich mir einfach denke, ich bin damit noch nie auf die Fresse geflogen. Die sahen waren alle in einem super Zustand, die CDs in dem Fall. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, ich muss ja nicht so bärisch, ich finde, es ist immer so. Viele Leute, gerade die Jugendlichen, die noch nicht so selber Geld verdienen, die denken immer, man muss sich da für 60 Euro so ein Spiel kaufen. Ich meine, gut, wenn man es natürlich gleich zum Erscheinungstermin haben möchte, dann muss man da schon ein bisschen was auf den Tisch legen. Aber wenn man sich jetzt sagt, okay, ich habe selber noch genug Spiele, ich hole mir das später, dann gibt es die echt zu so super Preisen. Also, stellenweise werden die ja auch an sich runtergesetzt. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, so viel habe ich da noch nicht bezahlt. Ich glaube, mein teuerstes, oh, lass es 20 Euro gewesen sein, vielleicht auch 30. Aber das war dann, glaube ich, wirklich das Höchstmaß der Gefühle. Ich bin da echt knauserig, was das angeht, muss ich sagen. Ja, Leute, die 22 goldenen Fragen sind vorbei. Ich stelle jetzt als nächstes die 23., die dann meine getaggten YouTuber beantworten müssen. Und die 23. Frage ist, welches Let's Play ist dein Lieblings-Let's Play? Das muss nicht von dir selber sein, wäre ja auch ein Ego-Schub, ne? Kann von irgendeinem anderen Let's Player sein. Welches Let's Play ist dein Lieblings-Let's Play? Das würde mich mal interessieren. Ja, und wen tagge ich? Ich habe ja, es wurden ja nun viele Leute getaggt, auch viele, die ich nicht persönlich kenne, aber die ich halt aus der YouTuber-Szene kenne und aus dem Gronkh.de Forum, aus dem Gronkh.de Community Forum. Deswegen habe ich mir zwei ausgesucht, wo ich denke, dass sie noch nicht getaggt worden sind. Einmal ist es der Mr. Mini Zins LP. Den hätte ich gerne bitte, dass der die Fragen beantwortet. Und natürlich mein Schwesterherz, der Marcel 94 Wob. Von dem möchte ich das auch bitte gerne sehen. Weil ich glaube, die zwei wurden noch nicht getaggt und ich möchte ja nicht doppelt taggen. Das wäre ja dann doof, ne? Dann müssten die ja die gleichen Fragen nochmal beantworten. Wäre ja langweilig. Genau. Ja, meine Lieben. Somit wisst ihr jetzt ein bisschen mehr von mir. Kennt mich jetzt ein bisschen mehr und ich hoffe, es hat euch ganz doll gefallen und ich möchte hiermit nochmal ganz, ganz, ganz lieb danke, 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 ganz doll danke für 100 plus Abonnenten sagen. Ihr seid echt die tollsten und ich freue mich über jeden, der sich zu uns gesellt. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über eure Nachrichten. Ach, ich freue mich einfach, wenn man positive Rezensionen darüber kriegt. Ist doch schön. Ist doch ein schönes Beieinandersein.
Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag. Wir sehen uns bei den nächsten Let's Plays, wo auch immer ihr reinschauen werdet. Bis dahin, tschüss!